Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir wollen heute wieder Aktien kaufen und zwar im Umfang von 5.000 Franken, weil es ist unsere Strategie, in langsamen Schritten 5.000 Franken zu investieren, bis dann später einmal 50.000 Franken investiert sind für den Ruhestand. Ich möchte diese Aktien in Europa investieren. Ich glaube sehr stark an Europa, weil es ist ein stabiles Umfeld und es ist eine ausgezeichnete Kultur, denke ich auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich, dass heute die Eurostox 50 an der Reihe sind. Das sind die größten 50 europäischen Aktien. Und wir haben untersucht, welche dieser 50 Aktien sind denn aus finanzieller Perspektive am interessantesten zum Kaufen. Ich sehe das hier. Eurostox 50, ich klicke drauf, ich wechsle das noch auf Deutsch, Eurostox 50 Index. Was haben wir denn hier? Wir haben die Top 10 Listen. Gehen wir ganz runter zur kombinierten Anlagestrategie. Ich schaue meistens die kombinierte Anlagestrategie zuerst an, weil sie Wertgesichtspunkte, also Value-Aspekte am meisten gewichtet, aber auch Sicherheit und Wachstum. Was haben wir hier? Wir haben eine Reihe von deutschen Unternehmen in den europäischen Top 10. Das ist auch verständlich. Deutschland hat zurzeit einen schlechten Ruf, insbesondere wegen dem Abgasskandal der Automobilhersteller. Keine Überraschung, dass wir hier auch einen Automobilhersteller zu oberst haben. Sogar zwei sind in der Top 10-Liste, sehe ich gerade. Es ist keine Überraschung, denn man ist skeptisch. Ich selber möchte noch keine Automobilaktien kaufen, weil ich auch denke, es wechselt zu elektrisch respektive Digitalisierung mit autonomem Fahren. Und da fühle ich mich nicht wohl bei den traditionellen Autoherstellern. Ich möchte noch warten und sehen, wer tut sich davor, wer scheint am ehesten auf den neuen Wagen aufzuspringen. Rückversicherung ist mir zu kompliziert, mache ich auch nicht. Öl möchte ich nicht kaufen. Und ich bin bei RWE, dem Energiekonglomerat. Das ist etwas Gutes, denn wenn diese 1 Million Flüchtlinge arbeiten werden, ihre Häuser kaufen werden, werden sie diese auch beheizen wollen. Sie werden Elektrizität konsumieren und das wird alles RWE helfen. Also es ist ein Infrastrukturinvestment in Deutschland und ich glaube, Deutschland hat dank dieser Immigrationswelle sehr gute ökonomische Aussichten, denn all diese Leute wollen arbeiten und Geld verdienen, erfolgreich sein und das ist ein enormer Beitrag zur Volkswirtschaft von Deutschland, die ja schon jetzt gut läuft. Schauen wir also mal RWE an. Wie sieht es denn aus mit den Rängen? Das Einzige, was nicht so gut ist, ist Wachstum. Schauen wir also mal die Wachstumsränge an. Wir sind hier bei der Wachstumskennzahl im Detail. Und ich sehe, es ist vor allem die Aktienrendite, die nicht gut läuft. Und da muss ich sagen, stört mich eigentlich nicht. Interessant finde ich das Umsatzwachstum, das ist sehr positiv. Sehr wahrscheinlich investieren sie, oder? Deshalb ist das Gewinnwachstum nicht so gut. Schauen wir uns das Unternehmen mal genauer an, ob es da irgendwelche Hinweise darauf gibt, für die Zukunft. Klicke also auf RWE, habe das vor mir und es sagt gerade zuerst auf der ersten Seite, RWE baut den innovativen, dezentralen Energiekonzern der Zukunft. Das ist genau das, was ich möchte, genau in diese Story möchte ich investieren, finde ich vernünftig, denn ich investiere ja für die lange Zeit. Ich gehe also mal unter Investor Relations schauen, ob sie da noch etwas mehr Informationen haben. Ups. Neuaufstellung von RWE. Das tönt doch gut. Sie machen etwas Neues. Leider in Englisch, also übersetzen wir uns das gleich. Hier auf Seite 3 haben wir bereits, was RWE machen möchte, nämlich eine neue europäische Energiefirma aufbauen mit Renewable Businesses. Auch konventionell natürlich, ist klar. Und sie wollen eine Zweitfirma listen an der Börse. Und mit dieser neuen Firma, hier sehen wir sie hier, stark auch im Bereich erneuerbare Energien investieren. Das ist für mich eigentlich genug. Ich glaube an Deutschland. Ich denke, Deutschland ist sehr stark negativ in der Presse. Das heißt, die Aktienpreise sind günstig. Obwohl ich der Meinung bin, dass sowohl der Abgasskandal wie auch die Immigration für Deutschland
gut sein wird. Das wird sich sehr positiv entwickeln. Der Abgasskandal ist ein Aufwecken der traditionellen Automobilhersteller, dass es in die digitale, elektrische Zukunft gehen wird. Und, der Flüchtlingsstrom sind 1 Million arbeitswillige, junge Menschen, die Wachstum an Deutschland beitragen werden. Gehen wir also in mein Portfolio, schauen wir das an, ob ich das bereits habe, direkt Investments. Das erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Total Produce, das Unternehmen, das ich letzte Woche kaufen wollte und nicht kaufen konnte. Sie sehen es aber hier jetzt, Total Produce. Ich hatte nicht die Möglichkeit, das direkt im Online-Banking zu machen. Ich habe deshalb angerufen meiner Bank und gesagt, ich hätte gerne dieses Unternehmen. Es ist zwar etwas kleiner, es ist in Irland, ihr habt das nicht im System, kann ich es kaufen? Und sie haben gesagt, ja, mache ich für Sie, kostet etwas mehr, als wenn man es direkt im Online-Banking macht. Aber sie haben es gekauft und ich habe jetzt 3000 Aktien von Total Produce für 1,11 £. Schauen wir noch weiter, RWE, ja, RWE hier ist auch schon gekauft. Ich habe heute 333 Aktien gekauft zu 12,50 Franken, also knapp 4.700 Franken investiert. Schauen wir zurück, wie geht es weiter? Wir wollen ja 50.000 Franken investieren, haben noch etwas übrig. Im Cash-Konto sind noch knapp 10.000 Franken. Wir werden also noch 2 weitere Aktien kaufen, langsam über die Zeit verteilt, dass wir auch davon profitieren, wenn die Aktienpreise günstiger werden. Herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Selbstinvestieren und bis bald. Auf Wiedersehen.